Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, über einfache Schaltungen. Wir haben viel gehört über Spannungsquellen, Stromquellen, Widerstandsschaltungen und so weiter, Knotenregeln, Maschenregeln. Und jetzt lernen wir was Neues. Ja? Und zwar, wir lernen etwas über eine sogenannte Ersatzspannungsquelle. Das hat ein französischer Telegrafingenieur, ja, und zwar der Léon Charles Thévenin erkannt, dass das so ist. Ja, der hat gesagt, jedes lineare Netzwerk kann durch eine geeignete Ersatzspannungsquelle mit Innenwiderstand ersetzt werden. Lineares Netzwerk ist eigentlich, wenn nur lineare Bauteile drinnen vorkommen. Das heißt, nur Bauteile, wo es einen linearen Zusammenhang gibt zwischen Strom und Spannung, ja, also Spannungsquellen, Stromquellen, Widerstände, Kondensatoren, ideale Spulen und so weiter, das ist alles sowas. Alle diese Sachen, also wenn sich da drin nichts nicht linear verhält, nicht lineare Bauelement wäre zum Beispiel eine Diode oder ein Transistor. Ja, das kann die Leitfähigkeit ändern. Wenn das nicht drin vorkommt, sagt er, man kann jede beliebige Schaltung durch eine reale Ersatzspannungsquelle ersetzen, so dass man von außen überhaupt keinen Unterschied merkt. Ich habe das da ein bisschen aufgezeichnet, ja. Also ich habe da zwei lineare Schaltungen, einmal mit einer Spannungsquelle, einmal mit einer Stromquelle. Und schreiben tut man den Thévenin übrigens so, ja. Thévenin. Das ist Thévenin-Theorem. Er sagt, egal wie die Schaltung da ausschaut, ich habe jetzt da keine so komplizierten Schaltungen verwendet, aber trotzdem, ne, schon, ja, sie können ersetzt werden durch sowas da. Das Einzige, und bezüglich der Anschlüsse A und B, lässt sich das nicht unterscheiden. Ja. Ich kann den Ganzen, das Ganze kann ich durch das ersetzen, durch nur diese zwei Elemente und von außen, egal welchen Lastwiderstand ich anhänge, also da gibt es da einen Lastwiderstand, ja, ja, einen RL, und egal wie groß der ist, das Ding mit dem gleichen RL wird sich ganz genauso verhalten wie die kompliziertere Schaltung weiter oben. Okay? Also sagen wir da, das ist vollkommen irrelevant für den RL. Von außen betrachtet ist das einfach eine Spannungsquelle, die ganze Schaltung. Wie gehen wir da jetzt vor, dass wir diese Schaltung umwandeln können in so etwas da? Ja? Wir müssen nämlich diese ganzen Widerstände und diese Quellenspannung und so weiter, müssen wir umfuhrwerken auf eine RI und eine U0. Ja? Und da auch, da ist ja nur, schaut nur komplizierter aus im Endeffekt, ja? Weil da ist ja IQ und das wird zu einer Quellenspannung. Zuerst war es eine Stromquelle und nachher ist es eine Spannungsquelle. Mann, hallo. Ja? Schauen wir uns das Schritt für Schritt an. Erstens ist einmal das Berechnen des Innenwiderstandes, des RI. Ja? Also das Erste, was wir machen, ist den RI bestimmen. Dazu, was machen wir dazu? Dazu schalten wir alle Spannungsquellen, alle Quellen da drinnen machen wir 0. Ja? Das heißt Spannungsquelle 0 Volt, Stromquelle 0 Ampere. Okay? RI bestimmen. Was bedeutet das, wenn eine Spannungsquelle 0 Volt hat? Ja? Dann ist sie eigentlich unter Kurzschluss. Ja? Das ist eine Spannungsquelle mit 0 Volt. Ja? Und da habe ich dann weiter praktisch meinen R1. Da habe ich meinen R2. Da ändert sich nichts. Ja? Das Einzige, was ich mache, ist diese Spannungsquelle durch einen Kurzschluss ersetzen, weil dann habe ich da 0 Volt. Ja? Eigentlich setze ich sie 0. Da habe ich einen R3. A und B. Und jetzt rechne ich den Ersatzwiderstand von dieser Schaltung aus.
Ja? Das heißt, also wenn das 100 Ohm sind, und das sind 200 Ohm, und das sind 300 Ohm, haben wir gesagt. Da. Als Beispiel nur. Ja? Jetzt erkennen wir hoffentlich schon, dass diese zwei Sachen hier, die sind parallel. Der Widerstand und der Widerstand, die sind parallel geschaltet. Also ich habe da 100 Ohm und 200 Ohm parallel geschaltet. Das heißt, das schaut ganz so aus da. Da gibt es einen R1,2. Ja? Und da gibt es weiterhin meinen R3. Und mein A und mein B. Das sind weiterhin 300 Ohm. Ja? Und jetzt müssen wir wieder einen Klick haben, dass ich mein Taschenrechner finde. So schnell, da liegt er. Rechnen wir den Widerstand hier aus. Können wir das lesen? Jawohl, können wir lesen. Das ist 1 dividiert durch 1 dividiert durch 100 plus 1 dividiert durch 200. Ja? Also Leitwerte addiere ich. Ja? Und um den haben wir gemacht. Gell? Ergibt 66,6 periodisch Ohm. Ja? Also mein Gesamtwiderstand, der sich hier ergibt, weil jetzt sind ja die zwei Sachen da in Serie geschaltet, gell, der da und der da, ist jetzt plötzlich seriell geschaltet und mein Gesamtwiderstand zwischen A und B sind 366,6 periodisch Ohm. Einfach die 66,6 periodisch und die 300 zusammenzählt. Ja? Und das ist mein Innenwiderstand. Okay? Das ist mein RI. In diesem Fall mit der Ersatzspannungsquelle habe ich da ein RI ausgerechnet von 366,6 periodisch Ohm. Okay. Haben wir das. Wie schaut das aus mit Stromquellen? Weil ich das jetzt da rüberlegen will, ja, RI bestimmen. Wir haben hier genau so gesagt, wir dran die Spannung, die Quelle dann mal 0. Ja. Was bedeutet das, wenn eine Stromquelle 0 ist, dann ist sie eine Unterbrechung. Ja. Also im Prinzip reiße ich da die Quelle außer, da habe ich mein R1, da habe ich mein R2, da habe ich mein R3, da habe ich mein A, da habe ich mein B. Und da habe ich jetzt eine Unterbrechung. Ja? 0, darin 0. Da habe ich meine 100 Ohm, da habe ich meine 200 Ohm, da habe ich meine 300 Ohm. Und jetzt muss ich den, also das ist weg, ja, unterbrochen. 0, Quellenstrom 0. Jetzt muss ich den Ersatzwiderstand von dem berechnen. Na, der ist eigentlich wurscht, ja, weil der hängt ja in der Luft. Der macht, wie groß der ist oder wie klein der ist, macht keinen Unterschied. Ich habe nur hier die Serienschaltung von diesem Widerstand und diesem Widerstand. Ja, die zwei sind in Serie, der hängt in der Luft, ist uns egal. Das heißt, eigentlich schaut das so aus, zwischen A und B haben wir hier nur 300 und 200 sind 500 Ohm. Okay. Also in diesem Fall habe ich hier ein RI von 500 Ohm. Ja. Jetzt habe ich also für diese zwei Fälle, die ich hier eingezeichnet habe, zwei verschiedene Innenwiderstände bekommen. Gut, das ist wurscht, ja, weil es sind ja zwei unterschiedliche Situationen, einmal mit Stromquelle und einmal mit Spannungsquelle. Gut, also wenn wir diese Schaltung auf das umwandeln wollen, habe ich einen Widerstand von 366,6 Ohm hier. Und wenn ich diese Schaltung auf das hier umwandeln will, habe ich einen Innenwiderstand von 500 Ohm. Das ist also das Erste gewesen, RI bestimmen. Quell 0 drehen und den Widerstand daraus berechnen. Der zweite Punkt, den man machen soll, muss, ist den
Leerlaufspannung bestimmen. Ja? Also zweitens, Leerlaufspannung bestimmen. Das ist, wenn RL gleich unendlich oben ist. Also RL ist weg. Schauen wir uns das wieder in dem Fall an. Ja? Also, ausschauen tut das Ganze jetzt so. Ja? Das ist weg. Ich habe da mein UQ. Dann habe ich hier mein R1. Dann habe ich hier mein R2. Dann habe ich hier ein R3. Da haben wir die A und B. Ja. Hier haben wir unser UQ. 30 Volt. Ja. Und was wir bestimmen wollen, ist hier das UL. Ja. Wie schaut das aus? Wie schaut das U aus, wenn wir da hinten nichts anhängen? Gut. Zeichnen wir hier einen Strom ein. Das ist der I1, ja. Das ist der I2, das ist der I3. Ja. Dann zeichnen die hier noch die Spannungen ein. U3, U2, U1. Ja. Und jetzt legen wir los. Ja. Wenn da hinten offen ist, wissen wir, I3 ist gleich 0 Ampere. Da rinnt nichts außer, weil wo soll es denn hier rinnen? Okay. Das heißt, wenn ich Knotenregel in diesem Punkt habe, I1 minus I3 minus I2 ist gleich 0. Das heißt, I1 ist gleich I2. Okay? I1 ist gleich I2. Das wissen wir auch. Ja? Wir wissen weiters, dass U1 ist gleich R1 mal I1. Und U2 ist gleich R2 mal I2. Okay, das wissen wir. Dann schauen wir sich die Maschenregel hier an. Also die Masche, da haben wir eine Masche. Ja. Masche 1. Masche 1 schreiben wir an. UQ. Plus minus U2 minus U1 ist gleich 0 Volt. Ja. Das heißt, das UQ ist gleich U1 plus U2. Ja. Und das ist gleich R1 mal I1. Plus R2 mal I2. Und da sage ich jetzt einfach, das ist I. Ja. Das heißt, das sind R1 plus R2 mal I. Habe ich das I herausgehoben, weil das I1 und das I2 ist das gleiche, das ist I. Ja. Das heißt, mein I, was rinnt, ja, ist UQ dividiert durch R1 plus R2. Und das sind also 30 Volt dividiert durch R1 waren 100 Ohm, ja, R2 waren 200 Ohm, 100 Ohm plus 200 Ohm, schreiben wir es hin, ja, sind 30 Volt durch 300 Ohm. Und das sind 30 durch 300 sind 0,1 Ampere, sind 100 mA. Okay? Also das I sind 100 mA. Die 100 mA rinnen da auch. Das heißt, mein U2 zum Beispiel, U2 ist gleich R2 mal I. Und das sind R2, also 200 Ohm, mal 0,1 Ampere.
Und das sind 20 Volt. Okay? Also da habe ich 20 Volt. Und jetzt machen wir noch eine zweite Masche da rüben. Legen wir da oben los. Das ist die Masche 2. Masche 2. U2 minus UL minus U3 ist gleich 0 Volt. Wir wissen aber, dass I3 0 ist, also ist U3 auch 0. Ja? Also U3 ist gleich 0 Volt. Daraus folgt, UL ist gleich U2 ist gleich 20 Volt. Das ist also die Leerlaufspannung. 20 Volt. Ja? In diesem Fall haben wir hier ein U0 von 20 Volt. Wenn wir diese Spannungsquelle, diese reale Spannungsquelle, dieses ganze Netzwerk durch diese Spannungsquelle ersetzen mit einer Quellenspannung von 20 Volt und einem Innenwiderstand von 366,6 Ohm, ist es von außen betrachtet vollkommen äquivalent für jedes beliebige RL, für jede beliebige Last. Ja? Haben wir das? Ja? Dann schauen wir uns das Ganze nur mit dem Quellenstrom an, mit der Stromquelle an. Legen wir das da um. Ja? So, wie schaut das da aus? Wenn wir da jetzt unsere Quelle haben, da haben wir unseren R1, da haben wir unseren R3, da haben wir unseren R2, ja? Stromquelle, gell, haben wir irgendwie immer die im, also ich habe das zumindest immer so im Kopf, das ist ein bisschen komplizierter, aber schauen wir uns das an, da rinnt der Quellenstrom, IQ, der ist 100 mA, okay, der ist 100 mA, da raus der I3, der ist ja nach wie vor 0 Ampere, weil da rinnt ja nichts, da ist ja nichts verbunden. Ja. Das heißt, hier mein I2 ist genau der gleiche wie mein IQ, weil alles, was da reinrinnt, muss da weiter rinnen, weil da nichts wegrinnt. Und das ist genauso 100 mA. Ja. Und dann habe ich da wieder mein U2. Da habe ich mein U3, was wieder 0 ist. Und da habe ich mein UL, die Leerlaufspannung. Und wenn ich die gleiche Masche da rüben einlege, ich nenne das da jetzt Masche 3, ja, obwohl es eigentlich in dem Beispiel keine andere Masche gibt, dann ist das wieder U2 minus UL minus U3 ist gleich 0 Volt mit U3 ist gleich 0 Volt, sowieso 0, ja, weil dahinter kein Strom. Er kommt wieder raus, UL ist gleich U2, ist gleich, und U2 ist R2 mal I2. Ja. Das ist also 200 Ohm mal, und jetzt 100 mA, 0,1 Ampere, und das sind wieder wunderschöne 20 Volt. Ja. Mein UL sind also 20 Volt. Schaut aber an, ist sogar schneller gegangen. Das heißt, hier ist mein U0 20 Volt. Wenn ich eine RI von 500 Ohm und ein U0 von 20 Volt habe, ersetze ich das. Ja? Wenn ich das ersetzen will, brauche ich diese Werte. Beide Schaltungen können äquivalent durch eine Ersatzspannungsquelle ersetzt werden. Ja? Durch diese zwei Schritte. Erstens RI bestimmen, Quellen 0 stellen, ja? Quellen 0 und nachher Innenwiderstand berechnen. Und zweitens Leerlaufspannung bestimmen, je nachdem. Ja? Einfach wie viel ist zwischen A und B, wenn kein Widerstand dranhängt. Okay? Vielleicht schreibe ich hier noch dazu, Quellen 0 setzen.
Okay. So geht das. Ja? Und wir haben gesehen, es ist wurscht, egal, ob das jetzt, ob da drinnen eine Spannungsquelle, eine Stromquelle ist, ist wurscht. Ja? Wir können das ersetzen. Wie das funktioniert mit mehreren Quellen drinnen, das werden wir sich später mal anschauen. Aber noch nicht im nächsten Video. Das nächste Video wird sich nämlich darum drehen, um eine Ersatzstromquelle. Das hat der Herr Norton erkannt, dass nämlich nicht nur Ersatzspannungsquellen gibt, dass man jedes beliebige lineare Netzwerk durch eine Ersatzspannungsquelle ersetzen kann, sondern es gibt auch Ersatzstromquellen. Jedes beliebige Netzwerk, lineare Netzwerk, lässt sich durch eine reale Stromquelle ersetzen. Wie das funktioniert, werden wir es im nächsten Video anschauen. Ja? Nächstes Video, Ersatzstromquelle. Für dieses Mal, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.